Eine Summe in Excel zu bilden ist einfach. Aber wie sieht es aus, wenn ihr nur solche Werte aufsummieren möchtet, die bestimmte Bedingungen erfüllen? Sehen wir uns dazu ein Beispiel eines Immobilienmaklers an. Der Makler war von 2010 bis 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und hat dort sowohl Häuser als auch Wohnungen verkauft. Uns interessiert jetzt natürlich, wie erfolgreich der Makler war. Dazu zunächst die einfach zu beantwortende erste Frage. Wie hoch sind die gesamten Einnahmen? Das ist mit der einfachen Addition schnell geschafft. Wir geben gleich Summe ein und definieren in den Klammern den Zählbereich von D4 bis D14. Und schon haben wir die gesamten Einnahmen von knapp 4 Millionen Euro. Es geht aber noch mehr. Wenn wir nur bestimmte Einnahmen zählen müssen, reicht die Summe-Formel nicht länger aus. Wenn wir nach einem Kriterium filtern möchten, kann man die Formel Summe-Wenn verwenden. Wir interessieren uns nun für die Einnahmen aus deutschen Immobilien. Das Kriterium ist also, dass in der Region Deutschland steht. Dazu geben wir zunächst gleich Summe-Wenn, Klammer auf, ein. In runden Klammern müssen wir, wie uns Excel auch angibt, als erstes den Bereich angeben, in dem wir nach dem Kriterium filtern möchten. Es folgt ein Semikolon und das Suchkriterium. Das Kriterium wird in Anführungszeichen angegeben und lautet in diesem Fall Deutschland. Es folgt ein weiteres Semikolon und der Summebereich, über den addiert wird, wird ausgewählt. Wir sehen schnell, dass dieses Ergebnis deutlich geringer ist als die Gesamteinnahmen. Und das ist auch richtig so. Aber es geht noch mehr. Wenn nicht nur ein Suchkriterium existiert, sondern gleich mehrere, können wir auch Summe Wenn nicht mehr verwenden. Stattdessen greifen wir dann auf Summe Wenns zurück. In diesem Beispiel wollen wir wissen, wie groß die Einnahmen aus dem Verkauf von Häusern in Deutschland sind. Das erste Kriterium ist also, dass die Immobilie ein Haus ist. Und das zweite Kriterium, genau wie zuvor, dass die Immobilie in Deutschland steht. Wie gehen wir jetzt vor? Wir schreiben als erstes gleich Summe Wenns, Klammer auf, und geben den Bereich an, über den wir summieren möchten. Das ist D4 bis D14. Ihr seht hier direkt den Unterschied zu Summe Wenn. Dort wurde der Summebereich nämlich erst ganz am Schluss angegeben. Nach dem Summebereich folgt ein Semikolon und der Bereich mit unserem ersten Kriterium. Das ist B4 bis B14, da wir nach einer bestimmten Immobilienart suchen, nämlich Haus. Es folgt ein weiteres Semikolon und das Suchkriterium Haus in Anführungszeichen. Das sollte euch mittlerweile schon ziemlich bekannt vorkommen. Für das nächste Suchkriterium gehen wir genauso vor wie bisher. Wir geben ein Semikolon ein und geben den Suchbereich an. Hier C4 bis C14. Ein weiteres Semikolon folgt und das Suchkriterium in Anführungszeichen lautet diesmal Deutschland. Unsere Anfrage ist fertig, also Klammer zu und bestätigen. Die Einnahmen hier sind nochmal geringer, was auch Sinn ergibt, denn die beiden deutschen Wohnungen, die der Makler verkauft hat, werden nicht mehr berücksichtigt. In einem letzten Beispiel machen wir dasselbe nochmal, nur mit drei Kriterien. Wir wollen wissen, wie groß die Einnahmen aus deutschen Häusern sind, die vor 2015 verkauft wurden. Wie gehabt, geben wir gleich Summe Wenns, Klammer auf, gefolgt vom Summebereich an. Es folgen die beiden Suchbereiche und Suchkriterien aus der vorherigen Anfrage, da die ersten beiden Kriterien identisch sind. Jetzt sieht man auch, wie einfach eine Summe-Wenns-Formel um zusätzliche Kriterien erweitert werden kann. Für das letzte Kriterium definieren wir den Suchbereich A4 bis A14. Das Kriterium bezieht sich nun auf eine Zahl bzw. Jahreszahl. Wir wollen nur Verkäufe berücksichtigen, die vor 2015 passiert sind. Also geben wir als Kriterium in Anführungszeichen kleiner 2015 ein. Klammer zu und bestätigen und wir sind fertig. Die Einnahmen sind noch ein weiteres Mal geringer, da eine weitere Einschränkung hinzugekommen ist. Für diese Anfrage wird nun auch nicht mehr die 512.000 Euro teure Immobilie von 2016 berücksichtigt. Für einfaches Aufsummieren verwendet ihr also die Summe-Formel. Bei einem Suchkriterium nutzt ihr die Summe-Wenn-Formel. Habt ihr hingegen zwei oder mehr Kriterien, greift ihr auf die Summe-Wenns-Formel zurück.